überwindest du nun das Gefühl von Neid und Eifersucht? Eifersucht bzw. Neid lässt sich im Prinzip so beschreiben. Es ist ein Gefühl, das dich überkommt, wenn jemand etwas besitzt, das du unbedingt für dich selbst auch haben möchtest. Hierzu gibt es ein islamisches Verständnis, es nennt sich Hasad. Nun, Hasad ähnelt den Begriffen Eifersucht und Neid. Mit dem Unterschied, dass du hier nicht nur etwas haben möchtest, was jemand anderer besitzt. Du hast auch den Wunsch, dass derjenige es nicht mehr hat, es also verliert. Ein Beispiel. Du kennst jemanden, der mehr Freunde auf Facebook hat. Er hat mehr Abonnenten auf Twitter als du. Hasad ist das Gefühl, das du bekommst, wenn du seine Abonnenten haben möchtest. Mehr Freunde als er haben möchtest, aber du zugleich willst, dass er weniger hat. Das heißt, egal womit jemand gesegnet wurde, du möchtest, dass es ihm weggenommen wird. Nun, das ist ein normales Gefühl. Es ist normal für den Menschen, Eifersucht und Neid zu empfinden. Wenn er sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderen mit mehr Dingen gesegnet hat, als man selbst besitzt. Was sollst du nun tun, wenn du in eine solche Situation gerätst? Der beste Rat, den du haben kannst, ist, wenn dich das Gefühl von Eifersucht oder Neid überkommt, dann sage eine ganz einfache Dua. Allahumma zid wa barik. Vermutlich denkst du, das ist doch kontraproduktiv. Wenn ich eifersüchtig auf jemanden bin, warum sollte ich ihm noch mehr davon wünschen und Allah auch noch um Segen für ihn bitten? Nun, ganz einfach. Hier steckt auch ein Nutzen für dich. Erstens wissen wir, wenn du eine Dua für jemanden machst, sprechen die Engel dieselbe Dua für dich. Wenn du also sagst, O Allah, vergrößere das, was du ihnen gegeben hast, dann ist es so, als hättest du eine Dua für dich gemacht. Zweitens, und das ist noch bedeutender, wenn du für einen Menschen eine Dua machst, dann befreist du dich von den negativen Gefühlen, die du dieser Person gegenüber hegst. Und du wirst vermutlich selbst bemerkt haben, dass Gefühle wie Neid und Eifersucht dich selbst vergiften können. Diese Gefühle sind Gift für die Seele. Sie lassen einen Menschen unruhig werden. Wenn du also diese Dua machst, befreist du dich von diesen quälenden Gefühlen. Du verspürst eine gewisse Zufriedenheit. Du kommst Allah subhanahu wa ta'ala näher, inshallah.